Inzwischen ist es ja so, dass wenn man Videos dreht, das wirklich sehr, sehr wichtig geworden ist. Also früher war das ja so, ein Video war schön und nett und hat das Album begleitet, aber es geht halt um die Musik. Heutzutage geht es natürlich auch noch um die Musik, aber ein Video wird inzwischen fast schon so wichtig gewertet wie, wie die Songs auf dem Album. Und deswegen haben wir uns entschieden, mit Moritz Winkler aus Wien zu drehen. Der hat damals schon Killer Bees, Winner, Hardcore gedreht und ist ein sehr coole Jungs und gute Kumpels. Daher bin ich nach Wien geflogen und habe mich mit den Jungs getroffen. Und zuerst hatten wir die Idee zu Evol, also zu dieser großen Liebesgeschichte von meinem Album, da ich ja jetzt das erste Mal irgendwelche Liebessongs gemacht habe, außer Liebessong, außer negative Liebessongs. Wir wollten einen 10 Minuten Kurzfilm drehen über die ganze Geschichte Evol sozusagen, aber wir haben uns dann entschieden, einfach mehr Songs zu drehen. Und da habe ich übrigens auch meine erste Erfahrung als Softporno-Darsteller gemacht. Yeah, willkommen in Wien, willkommen im Arsenal. Heute hier beim Videodreh für die neuen 3.0 Songs von Raff. Kommt einfach mal mit, ich zeige euch, wie es hier aussieht am Videodreh. Sind hier beim Dreh zu Den ganzen Album-Videos heute, alles in einem Tag. Wisst ihr, was Luxus ist, wenn man wirklich auf einen Dreh kommt und einfach alles gemacht wird? Traum für mich, einmal mit einer Gitarre halt in einem Videoclip zu spielen, das ist das, wovon ich geträumt habe, halt als Kind schon. Ich habe früher, als ich klein war, bei Red Hot Chili Peppers, habe ich dazu getrommelt auf diesem Koffer. Und das war wirklich, Mann, jetzt, das ist für mich ein Traum.
einer Band mit Gitarre ein Video zu machen, ein krasses Video. Für so einen krassen Song, nicht so einen beschissenen Song. Wie alle anderen Rocker. Mach Schluss! Alles gesagt, nun hält die Stille die Zeit an. Wir sind zusammen, doch fühlen uns irgendwie einsam. Merkst du es auch? Es gab schon lange kein perfektes Dinner, nur Tiefkühlpizza. Kein Kerzenschimmer, nur noch der Flatscreen flimmert. Merkst du es auch? Fühlst du es auch? Fühlst du auch wie ich? Du würdest gerne gehen, doch du traust dich nicht. Ey, merkst du es auch? Fühlst du es auch? No. Café. Du liest, ich check meine E-Mails, wir haben uns nichts zu erzählen. Ja, 2013 ist allgemein ein sehr, sehr wichtiges Jahr für mich, weil das ist das Geburtsjahr von meinem eigenen Label Independenza. Den Namen habe ich im Kopf, glaube ich, seitdem ich 16, 17 Jahre alt bin, weil es damals ein Lied von IAM gab, das Independenza hieß. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert, weil Independenza, halt, wie der Name schon sagt, bedeutet unabhängig, eigenständig. Und ich war nie ein Fan von der großen Major-Industrie und vor allem nicht mehr, seitdem ich mit 18, 19 da bei EMI Music war. Und ich war immer halt quasi fest davon überzeugt, dass ein kleines Team, das wirklich hart arbeitet, mehr bewirken kann als ein Team mit 50 Leuten, die einfach irgendwas machen und nicht wirklich mit Herzblut da bei der Sache sind. Und deswegen habe ich mit meinem Labelpartner Ronny Bold, der auch gleichzeitig mein Booker und Manager ist, das Label gegründet, Independenza. Ich bin sehr, sehr froh, dass da eigentlich alle meine Jungs da mitarbeiten. Also Hugo Bass arbeitet sporadisch mit, Hamoudi ist fest angestellt. Und wie gesagt, also ich werde auf jeden Fall, wie ich das in jedem meiner Songs betone, Independenza bis zum Tod. Ich werde sehen, dass ich, solange ich Musik war, auch wirklich Musik mache, auch wirklich independent bleibe und die Flagge für mein Label hisse und alles daran setze, das wirklich auch weiterzuführen und wer weiß, wohin die Reise geht. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal keinen Bock, Musik zu machen und kann mich dann darauf konzentrieren, junge Künstler zu produzieren und wer weiß, man weiß. Tetris, betrachte den Zirkus des goldenen Käfigs, den genau dort, wo meine Zähne waren, wächst mir ein Säbelzahn. Bin independent, ich spiel Tennis mit dem Federball. Mein Leben war Aufbau, wieder Abriss, denn jedes Haus braucht seine Basis. Hab Smarties statt Blutdrüsen, statt Beinen hab ich jetzt Flugdüsen. Ey, und ich guck in den Mondschein. Uns kann nicht mal der Tod scheinen, denn dieser Sound wird irgendwann mein Phantom sein und es lebe für immer. Ey, mein Phantom und es
immer im iPod aller Klassenschüler. Langsam kommen wir zum Ende meiner krassen DVD durch das dritte Auge. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen Einblick in unsere Arbeit bekommen, was quasi hinter den Kulissen passiert und wie viel Arbeit so ein Album ist. Wenn ihr selber Musik macht, könnt ihr euch jetzt vielleicht überlegen, ob ihr wirklich Musik machen wollt. Auf jeden Fall ist jetzt aktuell der 24. April, das ist ein paar Tage bevor die Tour losgeht. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Reaktionen von den Fans, wenn ich die Songs das erste Mal live vorspiele. Und wenn ihr diese DVD seht, steht das Album ja bereits im Laden. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, alles Gute.